Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Sonntags arbeiten, das ist die Frage. Wir hatten ja einen Kunden, der war sehr echauffiert, sagen wir mal, dass man ihn sonntags anrief und dann auch noch duzte. Ich persönlich bin selbstständig und mache das ja gerne. Deswegen arbeite ich auch gerne mal sonntags. Und so sehen das meine Kollegen auch. Wir haben momentan alle Hände voll zu tun. Durch den guten Preis, den wir liefern können, sind die Automaten natürlich auch sehr gefragt. Beim Hersteller kommt es sogar zu Lieferengpässen aktuell. Natürlich aus dem Grund auch, weil sowieso die Geräte sehr gefragt sind, aber halt auch nochmal wegen dem Preis. Deswegen halten wir unsere Strukturen so gering wie möglich und gucken halt, dass wir dem Kunden das weitergeben können, weil ich denke mal, das ist die Zukunft, weil so eine Sache mit Handelsvertreter in dem Bereich, so traurig das auch ist, es hat ausgedient, das ist wie bei Versicherungsvertreter, finde ich, bei Check24 kannst du alles vergleichen und brauchst vielleicht nicht mehr für alle Fälle sowas, und auf jeden Fall ist die Zeit natürlich im Wandel und wir sind beim Wandel mit dabei. Wir können die Welt nicht verändern, aber wir können das so nehmen, wie es ist und nach den Spielregeln, die es gibt, natürlich teilnehmen. Und das tun wir auch. Das wollen wir natürlich auch, um erfolgreich zu sein und um natürlich den Kunden einen guten Preis zu geben und einen guten Service nebenbei noch. Denn durch die Videokurse und so weiter erfahren die mehr, als die jemals von irgendjemandem in der technischen Einweisung erfahren würden oder in einer Schulung. Wir müssen auch selbst geschult werden und es gibt immer wieder neue Sachen und gar keine Frage, so ist das nicht gemeint, aber auf jeden Fall rufen wir die Kunden, versuchen wir zeitnah anzurufen, beziehungsweise ihr schreibt uns ein Angebot, beziehungsweise ihr schickt uns eine Anfrage, so, und es geht dann ein Angebot raus, erstmal schriftlich, ist es spezieller, dann rufen wir halt auch an. Und da wir so viele Nachfragen haben, müssen wir auch sonntags arbeiten, samstags, sonntags, weil sonst gar keine Möglichkeit besteht, das überhaupt zu schaffen. Weil in der heutigen Zeit muss auch alles schnell geschehen und ich sag mal so, von der Anfrage bis zum Rückruf darf eigentlich nicht viel Zeit vergehen. Weil für ein normales Angebot braucht man nicht zurückrufen, sind da noch Fragen, ja vielleicht schon, aber auf jeden Fall telefonieren wir deswegen auch sonntags und da gab es tatsächlich welche, die das nicht mochten. Also wer einen Automaten möchte, der muss auch bereit sein oder will auch bereit sein, weil das macht ihm ja Spaß. Das ist ja, das macht man ja nicht, weil man es muss. Der sollte definitiv auch bereit sein, sonntags angerufen zu werden. Ich und mein Team, wir sind ja alle gleichberechtigt, also ist keiner der Chef da. Wir sagen uns auch, dass sonntags einfach ein ganz normaler Arbeitstag ist. Ne? Und wenn man anruft und höflich fragt, dann ist es doch in Ordnung, denke ich mal. Man kann ja immer noch Nein sagen. Man muss ja nicht Ja sagen, ich mache da jetzt mit. Das ist ja kein Drama, aber um das überhaupt alles so abwickeln zu können, in der Geschwindigkeit, ja, läuft das halt so. Also als Angestellter hatte ich auch nie Bock, sonntags zu arbeiten, auch nicht samstags, nur wegen der Kohle halt, weil ich es brauchte. Ich habe meine Arbeit schon gern gemacht als Angestellter. So ist es nicht. Aber es ist was anderes, wenn man Angestellter ist, als wenn man es für sich selber macht. Das ist genauso, als wenn du ein Haus hast, wo du Miete bezahlst oder wo du halt Eigentümer bist und das abzahlst. Die Leute gucken da auch nicht nach, was sich vielleicht mehr lohnt, ein Mietshaus oder ein Haus zum Kaufen, sondern die gehen da nach dem Gefühl. Du willst sagen, das ist deins. Und das ist beim Automaten-Business so ähnlich. Und da wirst du auch öfter mal sonntags los müssen. Gerade sonntags ist der Hauptkampftag. Und wenn man das vielleicht nicht gewillt ist oder so, dann sollte man das definitiv lassen. Dann sollte man vielleicht einen Friseurladen oder eine Buchladen führen. Die hat dann auch, dann hat man dann sicher am Sonntag zu. Und ja, ich war da halt ein bisschen enttäuscht über teilweise die Reaktion, wenn man Leute am Sonntag anruft.
meine, das sind ja auch keine unchristlichen Zeiten und das, wir sind ja auch nicht von den Zeugen Jehovas. Die Leute haben ja nach uns gefragt, ne? Und von daher muss man ganz klar sagen, und die wollen ja auch, dass es vorangeht. Und wenn das nicht vorangeht, dann kann man ja auch nichts verdienen, ne? So sehe ich das jedenfalls. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ich bin, das war wie gesagt so mein Hauptthema heute, oder was mich auch gestern noch beschäftigt hatte, weil ich mit meinem Partner darüber gesprochen hatte und ob er das vielleicht irgendwie falsch sieht, ob das sein kann. Und ich sag mal so, das war früher so mit Kirche und dies und das und da war Sonntag doch noch der heilige Tag, aber heute hat doch sonntags alles offen oder vieles. Hier im Kurort bin ich zum Beispiel gerade, hier hat alles offen am Wochenende. Und von daher, das nächste Problem war halt das Du. Das, also wer mit uns in Kontakt tritt, der muss auch das abkönnen, dass man sich duzt. Erstmal ist das Du ein Vertrauensverhältnis, finde ich, mittlerweile ganz normal. Ich meine, hier oben im Norden sowieso, hier duzt man sich immer. Und in der Geschäftswelt mittlerweile ist es auch ganz normal. Ich habe mit der Firma Rewe Kontakt per Du. Ich habe mit Mediashop zum Beispiel Kontakt gehabt. Von vornherein alles in Du. Mit Saturn, mit Messen und sonstigen Sachen, mit Vendosanten. Und von daher finde ich das gar nicht schlimm. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Lasst ihr euch lieber siezen oder duzen. Und ich finde, das ist heutzutage, vor allem wenn man international unterwegs ist, ich habe viel mit den Chinesen zu tun, da nennen die einen sofort beim Vornamen oder die Amerikaner und so weiter. Ja. Also wie gesagt, mein Hauptbrot ist übrigens nicht das Automatenverkaufen und auch nicht das Automatenbewerben. Sondern mein Hauptbrot ist immer noch YouTube und Amazon. Damit verdiene ich mein Geld, weil ich immer oft gesagt bekomme, ne? Ja, so ein Auto, das hat man ja auch nicht von Schokoriegelverkauf alleine. Es wurde im Dorf auch schon erzählt, wo ich die Stressstimmung hatte, dass ich Zuhälter bin oder irgendwo Frauen stehen habe. Und das, ja, dem ist aber nicht so. Und selbst wenn, hätte ich damit auch kein Problem, würde ich da auch offen drüber reden. Und das würde mich auch nicht stören, weil sowas muss es auch geben. In Deutschland haben wir auch mal ganz schnell so eine Neidkultur, und aber so ist das. Aber ich habe nicht mehr ausgegeben, als ein junger Bursche für seinen Golf R ausgeben würde. Und habe ein Auto, was weniger Wertverlust hat und was ich sowieso wahrscheinlich am halben Jahr wieder verkaufe, weil ich habe die Sachen immer ein halbes Jahr. Mein Boot habe ich nicht lange gehabt, die Stretch-Limo, und ich probiere gerne vieles aus. Ich habe viele verschiedene Autos schon in meinem Leben gehabt und im Schnitt habe ich die immer ein halbes Jahr. Das Wohnmobil und so weiter, also wie gesagt, ich kann ja auch nicht alles auf einmal, sonst wäre ich ja Millionär, ne? Aber ich kann mir alles von jedem etwas gönnen und ich bin auch keiner, der immer alles behalten muss. Also ich muss nicht 1000 Dinge haben, aber ich muss auch ein bisschen Spaß im Leben haben, weil ich arbeite ja nicht nur, um zu arbeiten, obwohl ich da sagen muss, da habe ich echt Glück, weil ich ja gerne arbeite und von daher ist alles schick. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, einfach mal schreiben, wie ihr das seht. Sonntags Arbeitsbereitschaft, darf man einen da anrufen. Ich meine, wir sind nicht die Zeugen Jehovas und auch nicht die kommen in die WhatsApp-Gruppe, Leute. Und jeder muss es für sich selbst entscheiden, kann sich es ausrechnen und so ein Ding hinstellen. Oder lässt es halt. Aber das muss jeder, wie gesagt, selber wissen. Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Ich fahre jetzt in die Werkstatt, die Bremsbeläge sind uppe. Ab geht's nach Jaguar Oldenburg zu der Firma Schleckel. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Super wichtig. Und auf dem Video sieht es auch mal sehr sexy aus. Macht's gut, meine Freunde. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Ciao.